Wir haben es schon Donnerstag und das ist jetzt unser Haul. Wir waren heute das erste Mal einkaufen diese Woche. Koya hat sich einmal hier so Vitrex gekauft, Sternfruchtgeschmack, nochmal Sternfrucht, hast du das zweimal gekauft? Ja. Und einmal schwarze Johannisbeergeschmack. Dann einmal Bauernschnitt, das ist für seine Arbeit, genau. Dann habe ich mir einmal so einen gemischten Salat gekauft, ein Salatdressing. Sorry, es ist ein bisschen laut hier. Dann haben wir einmal Frikadellen für Baby Ben geholt. Dann Zwiebelmettwurst. Dann haben wir zwei Äpfel geholt. Ich finde die momentan mega teuer. Ich habe erstmal nur zwei geholt. Extra die grünen, die mag mir ja am liebsten. Dann haben wir hier Fleischsalat, Cornichons. Ihr seht schon, wir machen heute eine Brotzeit. Ich habe mir nochmal hier so einen Kartoffelsnack geholt. Mia wollte unbedingt so einen Wackelpudding rot mit Vanillesoße haben. Den haben wir geholt. Und dieser Wackelpudding, der war jetzt 50% reduziert, weil der nur noch bis zum 8.1. ist. Also der ist reduziert, aber kann man ja trotzdem noch essen. Dann haben wir hier einmal Jagdwurst, Mortadella und hier Geflügelmortadella. Die sind teilweise für Koyas Arbeit. Einmal Salami. Dann habe ich Knoblauchecken gekauft. Ich liebe Knoblauchecken. Das ist auch eine sehr, sehr leckere Salami. Ich kann sie immer noch nicht aussprechen. Also es ist auf jeden Fall eine französische Salami. Keine Ahnung, sieht lecker aus. Einmal so ein Fruchtquetsch-Mousse-Zeug habe ich geholt. Yum, yum, yum. Und einmal Schinkenteewurst. Dann waren die Clusters im Angebot und ich liebe Clusters mit Schokolade, deswegen habe ich gleich zwei geholt. Die haben 1,99 gekostet. Ich glaube, sonst kosten die 2,99. Keine Ahnung, jetzt habe ich die gleich mitgenommen, zweimal. Und jetzt kommen wir zu unserem Brötchen. Zweimal Laugenbrötchen. Das ist Koyas Tüte, da haben wir zweimal Käsebrötchen und dreimal, glaube ich, hier so ein Kürbiskernbrötchen. Und einfach vier normale Brötchen. Und dafür haben wir insgesamt ungefähr 30 Euro ausgegeben. So, wir haben heute Samstag. Wir waren gerade bei Kaufland. Ich zeige euch jetzt mal heute so die Sachen, weil ich ja eine tolle Weitwinkelkamera habe. Da könnt ihr alles sehen. Ich habe einmal Babymilch gekauft. Dann haben wir insgesamt dreimal Anzünder gekauft für unseren Kamin. Die sind immer relativ gut. Das sind solche weißen. Seht ihr die? Da gibt es auch so Bio-Anzünder, die finde ich aber nicht so gut. Kosten 65 Cent. Ich kriege den Ofen sonst nicht an. Das waren jetzt zwei. Einer muss hier noch drin sein. Dann habe ich einmal so ein Schnitzel geholt. Das sind vier Schweine-Schnitzel wie eine Art irgendwie. Keine Ahnung, die haben glaube ich 2,50 Euro oder so gekostet. Dann gibt es einmal so Käse zum Überbacken. Zweimal Nudeln. Ich nehme immer die Fossili-Nudeln, also diese, ich habe immer früher so Schraubennudeln dazu gesagt. Die mag ich mir irgendwie am liebsten. Ich weiß auch nicht, obwohl es ja eigentlich der gleiche Teig ist, aber irgendwie sind das meine Lieblingsnudeln. Dann habe ich einmal einen Country-Mix von Bon Duel. Bon Duel ist ja eigentlich total teuer, aber wenn man diese große Tüte nimmt, sind glaube ich 350 Gramm, steht hier hinten drauf, dann ist es im Endeffekt sogar günstiger, als wenn man so mehrere kleine Tüten nimmt. Und der Salat, ich mag so einen Salat, den man einfach ausschütten kann, einfach total gerne ausschütten, Dressing drüber, fertig. Dann haben wir ein Brot geholt, ein ganz normales Weizenbrot. Die Koya hat sich Erdnüsse ausgesucht, zum Sündigen. Kleine Mini-Frikadellen, die isst Ben total gerne. Die sind so handlich und ja. Einmal Möhrchen, die mag Mia gern und die wollte ich auch in so eine Suppe nochmal mit reinschnippeln. Die waren auch im Angebot. Wo wir gerade bei Angebot sprechen. Bei uns gibt es heute einen Nudelschinken-Gratin. Und eigentlich wollte ich den morgen machen, aber es gab so gekochten Schinken im Angebot und der kostet normalerweise 1,19 Euro. Und der hier ist jetzt noch bis zum 7. haltbar, also bis morgen. Heute ist der 6. Und der hat dann nur noch 23 Cent gekostet. Da dachte ich mir so, okay, für 23 Cent mache ich das Essen einfach heute schon. Und ich habe auch diesmal gleich zwei mitgenommen, weil dann haben wir es einfach ein bisschen schinkiger. Und ja, sehr günstig, ein Schnäppchen. Dann habe ich noch einmal Süßstoff mitgeholt. Ich habe noch so ein bisschen Süßstoff, aber mir ist ja die Kappe kaputt gegangen. Und das fällt immer um und das ist total blöd. Und deswegen habe ich einfach neuen geholt. Ich glaube, der kostet irgendwie 80 Cent oder so. Dann brauchte ich Sahne für diesen Schinken-Nudelauflauf. Und dann gibt es ja diese normale haltbare Sahne, die günstige. Die kostet pro 100 Milliliter 35 Cent.
Und dann habe ich die von Rama gesehen. Rama Creme Fin. Die kostet auch 35 Cent, also genau das gleiche. Und die kannte ich vorher immer nur als so frische Sahne mäßig, ne? Also dass man... Was hast du da gemacht? Die Tüte kaputt gegangen? Die Tüte ist kaputt gegangen. Ich kannte das nur als frische Sahne und diesmal ist es haltbare Sahne. Also zum Kochen und dann haltbar und hat halt einfach weniger Fett. Deswegen habe ich zweimal die 15%ige geholt und zweimal die 7%ige, weil die kann ich ja, wie lange ist es bis zum 28.04.? Dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Und wenn die schon gleich teuer sind, also wenn die jetzt teurer gewesen wäre, hätte ich sie wahrscheinlich nicht geholt. Aber wenn sie gleich teuer ist, wieso nicht, ne? Dann geht's weiter. Bananen für Ben. Einmal so ein Jakobs 3-in-1 Kaffee für Koya, für die Arbeit. Das muss man einfach nur in heißes Wasser reinpacken und umrühren und dann fertig. Dann einmal Gouda. Achso, dann haben wir Fahrprodukte gekauft, weil Fahr war im Angebot für 75 Cent. Ich habe eigentlich noch genug Deo, aber naja, wenn es im Angebot ist, ne? Also einmal Luxurious Moments. Und für Koya habe ich Attraction Force, keine Ahnung, das hat relativ gut gerochen. Das habe ich, glaube ich, zweimal geholt, ne? Genau, vielleicht zweimal die Sorte, weil die war echt gut. 75 Cent, also ich mag ja eigentlich eher so das Adidas Deo oder Axe Deo oder so, aber so für mal zwischendurch oder die Arbeit oder so finde ich das eigentlich nicht mehr so schlecht. Hier ist unser Bon. Wir haben 69 Euro ausgegeben. Dann Duschgel, auch von Fahr, weil es im Angebot war. Ah, dann habe ich so Milchreis geholt. Ja, keine Ahnung, hat 49 Cent gekostet. Ich hatte da einfach mal Bock drauf, vielleicht mal abends so einen warmen Milchreis zu essen. Den Geflügelsalami, die war auch im Angebot, obwohl das die Eigenmarke ist. Die hat anstatt 99 Cent, ich glaube 77 Cent gekostet. Dann habe ich mir so ein Fahr-Duschgel geholt. Honey-Elixier, so Honig-Elixier-Extrakt steht hier drauf. Und das ist neu und das riecht echt gut. Und ich finde die Verpackung auch so. Ich mag ja allgemein so Verpackungen. Sorry, ich gucke immer nicht in die Kamera, ne? Ich muss in die Kamera gucken. Ich mag so Verpackungen, die so durchsichtig sind. Ich räume erstmal kurz ein bisschen weg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe ein bisschen Platz gemacht hier. Äpfel, die sind momentan mega teuer. Ich wollte mal bei Lidl gucken, wie viel die kosten. Hier kosten die 2,49 pro Kilo. Ich habe erstmal nur zwei mitgenommen, weil die einzeln verpackt genauso viel kosten wie so eine große Packung. Und ich mir einfach dann lieber öfter mal kleinere holen, anstatt dass die irgendwie ja, verschimmeln oder vergammeln oder so. Weil manchmal hat Mia so Apfelphasen, wo sie jeden Tag gefühlt drei Äpfel essen könnte. Und manchmal isst sie zwei Wochen lang gar keinen Apfel. Dann haben wir Emmentaler geholt. Das hat Koya sich ausgesucht am Stück. Er liebt Emmentaler. Den will er einfach so reinbeißen und... Ein Stückchen schneiden. Und dann die ganze Packung. Dann haben wir hier so eine Pasta Bolognese. Das ist einfach so eine Fertigsoße. Die mag Mia richtig gerne. Wenn ich die koche, mag sie nicht so gerne, als wenn ich die Fertigsoße nehme. Einmal Soße Hollandaise. Das mache ich vielleicht morgen zu den Schnitzeln. Dann hat Koya für Sheila was geholt. Und zwar so ein Hundefutter. Stückige Pastete. Können sie abends mal so ein Nassfutter essen. Sie isst ja sonst eigentlich nur Trockenfutter. Dann habe ich für meinen super, super leckeren Nudel-Schinken-Auflauf dieses Magifix-Zeug geholt. Das kostet ja, ich glaube, 29 Cent oder 25 Cent. Das ist ja so günstig. Und ich finde, das schmeckt echt lecker. Ich weiß, ich könnte es auch ohne machen, aber ich finde das lecker und einfach. Brauchen wir gleich. Mais, der kommt nämlich auch immer noch in den Auflauf mit rein bei mir. Dann habe ich einmal Sylter Salatdressing geholt. Das mag ich nur von Dorfkrug. Also die Marke heißt Dorfkrug und die kostet normalerweise 1,69 Euro, war für 1,19 Euro im Angebot. Dann auch habe ich hier noch die passende Sahne. Einmal Mozzarella-Sticks. Achso, Koya hat sich Blinis geholt. Kennt ihr Blinis? Das sind Blinis, das sind irgendwelche russischen Teigtaschen. Die wollte er mal ausprobieren. Dann hier ist noch der eine Anzünder, den ich erzählt habe. Eine Milch, 1,5% Fett. Noch einmal Mais. Dann hat Sheila noch ein paar Leckerlis bekommen. Gefüllte Kaurollen. Und Dental Stick. Kannst du meine Schublade packen, bitte? Dann noch einmal so ein Duschgel für Koya von Fahr. So. Und ein Kräuterbad, das habe ich einfach mal mitgenommen. Das kostet 95 Cent, das ist Eukalyptus. Hat der mir gerade auf den Arsch gehauen, der Ben? Der kommt gerade an mir vorbei und haut mir auf den Arsch.
Der hat einfach nicht zu viel. Der hat zu viel mit Keuher zu tun. Nein, Ben hat gerade seine Hauphase. Das Eukalyptusbad habe ich einfach nur geholt, weil wenn man mal erkältet ist. Hör auf, mich zu hauen. Ei machen. Wenn man mal erkältet ist, dann kann man das ja mal benutzen. Brei. So, bitteschön. Einmal Gemüse für morgen. Morgen gibt es halt Kartoffeln, Schnitzel und Gemüse. Dann ein Joghurt mit Stracciatella in XXL. Für Mia, sie liebt ja ihren Stracciatella-Joghurt. Dann habe ich zweimal diese Kartoffeln geholt. Die waren auch im Angebot. Ich glaube, anstatt 1,99 für 49 Cent, die waren richtig günstig. Ben hat Wolle geklaut. Deswegen habe ich die gleich zweimal mitgenommen. Und die muss man auch nicht schälen oder so. Also man kann sie schälen, man muss es aber nicht... man kann die einfach so kochen. Deswegen finde ich sie so, ich mag so kleine Kartoffelchen einfach gerne. Und noch eine Milch. Und jetzt drehe ich euch mal. So, wir haben hier noch einmal ein Deo von mir. Dann haben wir hier nochmal Sandwich Toast. Einmal kleines Wasser, einmal kleines Iso. Das trinkt Koya irgendwie gern. Ich mag das gar nicht. Toilettenpapier, Küchenrolle. Die Sachen hatten wir schon. Die muss Koya noch runtertragen. Achso, dann ist hier noch der Rest. Dann, ich hoffe, das geht von der Helligkeit. Also, weil wir haben es hier echt dunkel. Eistee, Zitrone. Und Cola und Orange. Beides ohne Zucker. Und einmal Wasser. Und dann waren wir eben gerade noch bei Deichmann und haben Schuhe gekauft für Ben. Werdet ihr wahrscheinlich schon in meinem Vlog gesehen haben. Diese kleinen Schuhe. Ich wollte eigentlich so Nike-Schuhe oder so holen, aber die haben mir irgendwie nicht gefallen. Diese Schuhe haben 9 Euro gekostet. Die waren runtergesetzt von 12,90 auf 9 Euro in der Größe 23. Und ich finde die ganz niedlich, ne? Also ich finde Nike-Schuhe schöner, aber die finde ich ganz niedlich. Ja, das war unser Wocheneinkauf. Ich drehe mich mal zu euch. Ja, das haben wir eingekauft die Woche. Wir waren eigentlich nur zweimal einkaufen. Ben ist hier. Nur zweimal einkaufen, einmal bei Edeka und jetzt einmal bei Kaufland, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja, keine Ahnung. Diese Woche war irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Das war jedenfalls unser Wocheneinkauf. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder in den Vlogs oder bei Koya auf dem Kanal. Der hat einen Haul hochgelegt, einen Liquid Haul. Vielleicht habt ihr den noch nicht gesehen. Dann verlinke ich euch Koyas Kanal hier und sein Video hier auch irgendwo. Und wir sehen uns in irgendeinem Video wieder. Bis dann. Tschüss.